Wenn alle Stricke reißen, hieß ihr erster Roman. Jetzt hat sie einen zweiten veröffentlicht. Autorin Jennifer Benz ist heute bei mir zu Gast. Und es geht um das Buch Frühstück mit Sophie. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe das jetzt gerade mal hier in der Hand und halte das mal hoch. Das ist dein neues Buch, dein zweiter Roman. Es geht um eine WG-Erfahrung. Kannst du einmal kurz erklären oder einmal kurz den Inhalt anteasen? Es geht um Luisa, das ist eine 28-jährige Spießerin, die ihr Leben ganz perfekt durchplant. Also wirklich unter der Woche arbeiten, am Wochenende Großeinkauf, sonntags dann der Tatort und mit ihrem Freund einfach in so einer wirklich etwas langweiligen Symbiose lebt. Und als er ihr dann am Valentinstag statt eines Heiratsantrags eröffnet, dass er aus Versehen eine Kollegin geschwängert hat, zieht sie Hals über Kopf aus in die WG von Paul und Sophie. Das ist ein liebenswertes Rentner-Ehepaar, aber sie sind eben auch die weltgrößten Chaoten. Also die Wohnung ist unordentlich, sie trinken morgens schon und sie wohnen auch in einem Haus mit lauter schrägen Figuren. Zum Beispiel gibt es da die neurotischen Mädels aus dem Buch davor. Man kann das Buch aber übrigens auch getrennt voneinander lesen. Und in diesem Haus kann Luisa natürlich mit ihrer Struktur und Ordnung nicht weiterkommen. Und sie hat auch 10 perfekte Grundregeln für ein funktionierendes Leben. Und wie zum Beispiel, tu nichts Verbotenes oder Sicherheit geht vor. Und jedes Kapitel ist mit einer dieser Regeln überschrieben, die sie dann im Verlauf des Kapitels brechen muss. Ah, okay. Und mit der Zeit verändert sie sich. Also spannend, dass man dann am Anfang des Kapitels auch schon so ein bisschen eine Ahnung hat, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Jetzt hattest du in deinem ersten Buch, Wenn alle Stricke reißen, eigene Erfahrungen zugrunde gelegt. Wie ist es bei dem Buch? Wie viel von dir steckt da drin? Es geht ja sehr um die, um den Widerspruch zwischen so routiniertem Leben, Planung und Zielstrebigkeit und dann auf der anderen Seite das freie, spontane Leben. Und ich glaube, ich, wie viele andere Menschen auch, stehen oft in diesem Zielkonflikt, ja, in diesem Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite eben seine Ziele erreichen will, dafür auch viel tut und viel plant und macht und auf der anderen Seite schon gerne mal ein bisschen freier und spontaner wäre. Also ist das Buch vielleicht auch eine Art Anleitung, so ein bisschen die Alltagsfesseln zu lösen und ein bisschen mehr aus sich herauszukommen? Ja, das würde ich schon sagen. Weil gerade zum Beispiel die Sophie, also diese alte, bisschen verrückte Frau, die ist auch sehr weise und die hilft Luisa so ein bisschen auf den Weg der Unvernunft, kann man sagen. Also sie sagt zum Beispiel, hab nicht so viel Angst vor Fehlern und in den Sackgassen des Lebens findet man die aufregendsten Dinge. Aber wenn man immer richtig abbiegt, dann kommt man da eben gar nicht hin. Jetzt hattest du gerade schon Bezug auf dein erstes Buch genommen. Die Damen aus der WG, die wohnen auch dort in dem Haus. Und dieses erste Buch, das kann man bald dann auch schon auf der Mattscheibe sehen. Das wird nämlich verfilmt. Ja, also da läuft jetzt die Vorproduktion dieses Jahr und nächstes Jahr sollen dann die Dreharbeiten sein, genau. Das heißt, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast ein Jahr gebraucht, um dieses Buch zu schreiben, aber währenddessen hast du dich auch noch mit deinem ersten Roman beschäftigt, weil dieser Film dann auch schon in den Startlöchern stand. Ja, genau, also beschäftigt jetzt noch nicht so viel, also es ging jetzt noch nicht so in die heiße Phase, die kommt jetzt erst dieses Jahr, aber eben mit den Verträgen und mit dieser Geschichte schon ein bisschen, ja. Jetzt ging das erste Buch um 4 Mädels, jetzt ist ja auch wieder eine Frau Protagonistin. Ist das denn trotzdem auch was Männer ganz gut mal lesen können? Ja, würde ich schon sagen, weil es ein Buch ist, das nicht nur um die typischen Frauenprobleme sich dreht, sondern überwiegend einfach auf Humor basiert. Und gerade auch der Paul, also der Rentner, der in der WG lebt, ist eigentlich auch eine sehr lustige Figur. Es gibt noch ein paar andere männliche Figuren, was auch vielleicht die Männer ansprechen könnte. Aber auch sonst, also ich habe jetzt schon von mehreren Männern gehört, dass sie es auch ganz unterhaltsam gefunden haben. Also ein spannendes, witziges Buch über den Weg von einem soliden Leben in ein Leben mit ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Freiheit. Das kann man jetzt schon kaufen, oder? Ja, das kann man kaufen. Das ist Ende November erschienen. Also wer jetzt Lust darauf bekommen hat, der kann in den Buchhandel rennen oder es auch online bestellen. Jennifer Benz, ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Dankeschön auch.